Action. Gut, also, das bleibt besser. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind und dass Sie sich für Wikitree interessieren. Und ich hoffe, ich kann Ihnen heute ein bisschen was von meiner Begeisterung für die Seite mitgeben. Und würde sagen, wir legen einfach los. Den Disclaimer habe ich bereits vor der Aufnahme erzählt, deshalb können wir uns den schenken. Ich wollte heute mal ein bisschen anders anfangen. Also ganz gefällt mir das hier nicht. Wir ziehen die Leiste mal noch hier hin, viel besser. Ich wollte heute mal ein bisschen anders anfangen und wollte erst mal erklären, was es denn bei WikiTree nicht gibt, was man vielleicht von anderen Seiten kennt. Und zwar muss ich viele Leute, die vielleicht mit WikiTree geliebäugelt haben, schon mal am Anfang enttäuschen. Was es nicht gibt, ist ein Massenimport von Daten. Also man kennt es ja, man meldet sich auf irgendeiner neuen Genealogie-Webseite an, lädt seine GetCom-Datei hoch, hat seinen gesamten Stammbaum drin und alles ist gut. Das funktioniert bei WikiTree nicht. Es gibt zwar die Möglichkeit, eine GetCom-Datei hochzuladen, allerdings muss man da dann sämtliche potenziellen Namensduplikate bestätigen oder ablehnen und dann jedes Profil einzeln anlegen. Außerdem muss man wahrscheinlich noch hinterher in den Profilen etwas aufräumen, sodass es sich meiner Meinung nach nicht lohnt, den GetCom-Import zu nutzen. Andere Stimmen wiederum, die sich auch im Plenum befinden, vertreten die Ansicht, dass man dafür eine schöne Liste kriegt der Profile, die man angelegt hat und abhaken kann, welche man angelegt hat und welche noch nicht. Ist auch eine Sichtweise, durchaus. Was es bei WikiTree auch nicht gibt, ist ein Fundus an Quellendokumenten, wie man den zum Beispiel von Ancestry, MyHeritage, FamilySearch und wie sie alle heißen, kennt. Das heißt, alles, was irgendwie in WikiTree zu finden ist, wurde von den Benutzern eingespeist. Und also es gibt keine Kooperation mit Archiven, wo dann eben tonnenweise Scans hochgeladen werden oder so. Was es auch nicht gibt und was auch eine Konsequenz daraus ist, dass es keine Hilfe beim Fehlermachen gibt. Weil zum Beispiel bei Family Search oder bei Ancestry kriegt man ja häufiger Hinweise, hier wurde eine Quelle gefunden, die halbwegs zu dem Namen passt. Wollen Sie die Quelle verknüpfen? Und dann klickt man ja und dann ist die Quelle verknüpft und alles ist gut. Oder eben nicht, wenn die Quelle halt nicht genau zu der Person passt. Außerdem kriegt man auch keine Vorschläge für eventuelle Duplikate, also keine Matches. Wie es bei Ancestry zum Beispiel der Fall ist, dass man halt, wollen Sie irgendwie den ganzen Zweig in Ihren Stammbaum übernehmen? Sowas gibt es auch nicht. Und da das aber auch zu Fehlern führen kann, finde ich, man kann das auch als, es gibt keine Hilfe beim Fehler machen, beschreiben. Ausnahme ist, wenn man ein neues Profil anlegt, dann kriegt man eine Auflistung von eventuell ähnlich klingenden Namen und kann da einmal kurz drüber gehen, ob es die Person nicht vielleicht schon gibt bei WikiTree. Was es auch nicht gibt, sind irgendwelche Benutzungsgebühren oder Abos, weil WikiTree kostenlos ist. Zudem gibt es keinen. Wenn wir schon von WikiTree und einem Baum reden, gibt es keinen Gartenzaun, in dem irgendwie meine Daten sind und das sind die Daten vom Nachbarn, sondern es gibt einen Baum und da sind halt die Grenzen fließend. Und da können halt auch andere Leute an den Profilen von einem selber, also die man selber erstellt hat, bearbeiten. Und was es leider auch nicht gibt, bisher ist eine komplett deutsche Benutzeroberfläche. Man kann zwar die Profile durchaus auf Deutsch bestellen, also mit deutschen Texten, aber die Benutzeroberfläche, da es eine amerikanische Seite ist, ist trotzdem auf Englisch.
Die Hilfeseiten wiederum sind dank fleißiger Wikitreer aus Deutschland und der Schweiz allerdings ziemlich vollständig ins Deutsche übersetzt. Gut. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, was es nicht gibt. Und jetzt würde ich gerne mal darauf eingehen, was mir an WikiTree gefällt. Aber vorher vielleicht noch ein bisschen erklären, was überhaupt WikiTree ist. Dazu würde ich gerne hier den Screenshot der Startseite durchgehen und ein paar Aspekte davon hervorheben. Also zum einen hier der Free Family Tree. Also es ist zumindest, es scheint irgendwie frei oder kostenlos zu sein. Und Growing Stronger Every Day since 2008. Also der Baum wird quasi, wächst immer stärker jeden Tag seit 2008. Also die Seite hat durchaus auch eine gewisse Geschichte. Wie gesagt, dieses Wochenende ist der 14. Geburtstag. Um was geht's? Es geht darum, einen increasingly accurate single family tree zu erzeugen. Also einen zunehmend genauen, einmaligen oder einzelnen Stammbaum. Also es gibt nur einen Stammbaum, an dem alle mitarbeiten, also eine Datenbasis. Es gibt halt nicht meinen Stammbaum und den anderen. Deshalb gibt es auch jedes Profil nur einmal oder zumindest ist das das Ziel. Und dieser zunehmend genaue Familienstammbaum, der wird halt dadurch zunehmend genauer, dass die Quellen vorsichtig ausgewertet werden und DNA berücksichtigt wird. So. Privacy Controls enable us to integrate modern family history. Also es gibt durchaus Datenschutzeinstellungen, sodass man auch neuere Daten und Daten von Lebenden einarbeiten kann und die aber keiner sieht, beziehungsweise von kürzlich Verstorbenen, da nur relativ wenig davon zu sehen ist von diesen Daten. Es gibt außerordentliche Vorkehrungen, dass dieser Familienstammbaum nie verloren gehen wird. Dazu sage ich später mehr. Und wie gesagt, es ist alles 100% kostenlos. Für Und die, die sich entscheiden, den Blumen. Ehrenkodex, den Honor Code zu unterschreiben. Noch ein bisschen was zum Umfang. Stand gestern Abend gibt es über 32 Millionen Profile. Also die 32 Millionen haben wir schon länger geknackt. Davon sind 10.000 irgendwie mit DNA-Tests verknüpft. Also über Nachfahren, die DNA-Tests gemacht haben. Und es gibt fast 1 Million Mitglieder, die daran mitarbeiten oder mal mitgearbeitet haben. So, jetzt ist die Frage, warum gefällt mir WikiTree? Weil es muss mir schon irgendwie gefallen, sonst würde ich da bei dem Käse nicht so viel Zeit verbringen. Ne? Also, zum einen gibt es wahnsinnig viel Platz und Flexibilität. Ich muss hier mal kurz die Tür zumachen, kleinen Moment. Weil hier gibt es auch zu viel Platz. Es gibt für die Personen erstmal normale strukturierte Personendaten, also Eingabefelder für Geburtstag, Geburtsort, Namen und so weiter. Gleichzeitig gibt es aber auch ein großes weißes Blatt zu jeder Person, das man mit einer Biografie, mit sogenannten Research Notes, also Forschungsnotizen und anderen Dingen füllen kann. Und was ich auch spannend finde, im Gegensatz zu vielen anderen Genealogieprogrammen und auch zu Family Search, es gibt Links und man kann erstmal jede Person mit jeder Person verlinken. Also wenn ich die Paten verlinken will und die Paten ein Profil haben, kann ich auch die Paten verlinken. Ich kann die Trauzeugen verlinken, ich kann den Pfarrer verlinken, ich kann die Person verlinken, von der die Familie einen Hund gekauft hat, Arbeitskollegen, alles.
Um das mal irgendwie ein bisschen greifen zu können, habe ich ein Beispiel vorbereitet. Und zwar Schindler 1413. Was hier auch noch ganz interessant ist, bei Family Search sind ja die Personen durch irgendwelche Kombinationen von Buchstaben und Zahlen, 4 oder 5, minus 4 oder 5 nochmal davon, identifiziert. Und bei WikiTree ist das eben der Nachname bei Geburt und die eine fortlaufende Nummer. Und so ist meine dreifache Urgroßmutter Kunigunda Schindler, eben Schindler 1413. So, und die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Machen wir den Text ein bisschen größer. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Dann haben wir bei der Kunigunde, haben wir hier erstmal den Namen, haben einen Spitznamen, eine andere Schreibweise. Wir haben hier Geburtsdaten, Links auf Eltern, Geschwister, Kinder und einen Tod in der Schweiz. Mehr war leider nicht drin. So, und jetzt kommt dieses weiße Blatt Papier. Da gibt es zum einen die Biografie von der Kunigunda, wo ich zusammengeschrieben habe, alles, was ich an sicheren Fakten über ihr Leben weiß. Und damit ich nachher wieder rausfinden kann, wo es herkommt, habe ich natürlich auch die Quellen verlinkt. Da gibt es hier eine Fußnote mit der 1 zum Beispiel, womit die Geburt und die Taufpaten belegt sind. Und wenn ich hier draufklicke, dann landet man auf den Quellennachweis. In dem Fall ist es ein Link zu einem Family Search-Eintrag, aber auch die Transkription des Taufeintrags, damit ich einfach alles an einer Stelle habe. So, haben wir also hier unsere Biografie, wie sie eben in die Schweiz gegangen ist, wo sie gearbeitet hat, dass sie in der Villa Dollfuss in Lugano gearbeitet hat. Und dann hat sie irgendwie ihren Heimatschein im Jahr 1910 verlängern lassen und seitdem weiß man nichts mehr von ihr. So, und das packe ich in die Biografie, weil das sind wirklich Fakten, die ich belegen kann. Das ist der Kern. Und dann gibt es aber diese Research Notes. Also man kann diese Seite frei gestalten. Research Notes ist halt eine Überschrift, die quasi im Standard drin ist oder die meisten Leute nutzen. Oh, ich sehe gerade, es gibt Fragen. Dann machen wir doch hier mal irgendwie die Chat noch nebenher auf, damit ich das auch sehe. Aber das ist, glaube ich, nur Unterton für Steven. Okay. Genau. Dann kommen wir zu den Research Notes. Dann gibt es halt zum einen, die Kunigunda hatte ein uneheliches Kind, die Maria, und der Vater soll der Schweizer Maler Frank Huxer gewesen sein. So kann ich es leider nicht beweisen. Deshalb habe ich hier erstmal aufgeschrieben, wo das herkommt, diese Theorie, dass es eben der Huxer ist, dass das möglich sein könnte. Hier habe ich immer wieder To-Dos und Fragen drin, die ich mir bei der Rückkehr zum Profil nochmal aus der Nähe angucken will. Und habe dann hier notiert eben, dass sie sich vielleicht im Schwarzwald getroffen haben oder sie haben sich in der Schweiz getroffen. Habe dann hier auch eine ganz wilde Theorie, wie der Buxa, ihr späterer Arbeitsplatz in Lugano, und sie zusammenhängen könnten, also dass sie sich vielleicht irgendwie in Basel getroffen haben. Und habe dann hier ein paar weitere Notizen, dann kommen wir hier zum Tod. Auch da, dass sie wieder zurück nach Baden kommen wollte und dann eben, was mir über den Tod erzählt wurde, was das bedeutet, dass da ihr ganzes Erbe in Inflationsgeld kam, also muss es wahrscheinlich während der Hyperinflation gewesen sein. Und halt immer wieder To-Dos, dann hier auch der Ort, wo ich schon geguckt habe, wo sie gestorben sein könnte, eine Anekdote über einen Revolver und ein paar Danksagungen für Leute, die mir bei der Recherche geholfen haben.
So, also so kann ein Profil aussehen. Das ist natürlich eins der umfangreicheren. Also auch, weil diese Frau halt wahnsinnig interessant ist. Es gibt auch Profile, die bestehen halt irgendwie aus, wurde geboren und mehr weiß ich nicht. Gibt es auch. Und dann wird hier eben eine Überschrift generiert, also eine Inhaltsverzeichnis generiert und dann hat man sowas Ähnliches wie eine Wikipedia für Familienforscher. Genau. Also so kann ein Profil aussehen. Und das sind eben Personenprofile. Was ich bei WikiTree auch spannend fand, es gibt halt auch noch FreeSpace-Seiten. Das sind Profile für alles andere außer Personen, mit denen man aber dann die Personen miteinander verknüpfen kann oder mit weiteren Informationen anreichern. Da habe ich jetzt mal ein paar Beispiele, weil das ist ja irgendwie vielleicht nicht so griffig. Zum einen haben wir hier die Dollfuss Family Photo Mysteries. Die Kunigunda hat nämlich irgendwie zwei Fotos hinterlassen. Wir haben aber keine Ahnung, wer das ist. Es könnte die von der Familie Dollfuss Angehörige sein und deshalb habe ich die hier mal auf dieser Seite eben zusammengefasst. Ein paar Fragen zu den Fotos, die man nochmal recherchieren könnte. Habe auch schon den Fotograf gefunden und musste mich zusammenreißen, dem nicht gleich ein WikiTree-Profil zu verpassen. Oder habe ich sogar? Nee, habe ich sogar. Genau, also das wäre jetzt ein Nutzungsfall für so eine Free-Space-Seite. Was man auf so einer Free-Space-Seite auch machen könnte, ist zum Beispiel ein Haus beschreiben, wie jetzt hier der Wunderlehof in Hinterzarten. Und hier habe ich halt so ein bisschen so einen Hauch von Chronik geschrieben, wer halt Besitzer war und dass der Georg Thoma, der Skispringer, dort sein erstes Training absolviert hat. Und da ich den Text ursprünglich auf Deutsch verfasst hatte, gibt es jetzt hier auch eine deutsche Version und eine englische Version. Also man kann, wie gesagt, auch alles in Deutsch machen. Ich habe nur für mich persönlich irgendwie den Eindruck gewonnen, es gibt einfach mehr Amerikaner, die sich für die Dinge interessieren, die ich zu erzählen habe, als Deutsche, beziehungsweise als Deutsche, die kein Englisch können. Und von dem her mache ich eigentlich durchgehend alles auf Englisch. Aber wie gesagt, muss man nicht. So, was kann man noch mit so einer FreeSpace-Seite machen? Drittes Beispiel. Die Briefe von Franz Xaver und Leopold Uth. Ich habe das große Glück gehabt, einen Stapel von über 60 Auswandererbriefen von zwei Brüdern zu bekommen und habe das große Glück gehabt, die Eva Maria Gafflig-Sutter zu kennen, die mir dabei geholfen hat, de facto die ganze Arbeit gemacht hat und die Briefe transkribiert hat. Und jetzt gibt es hier praktisch zu jedem Brief eine extra Seite. Da gibt es den Scan vom Brief, beziehungsweise den Scan von der Kopie. Den Besitzer der Briefe habe ich leider erst später kennengelernt, also der Originale. Und dann gibt es hier eben das Transkript zu den Briefen. Und hier unten gibt es wieder unsere typischen Research Notes, wo Leute erklärt sind, die im Brief genannt sind, verlinkt sind. Dann wird hier irgendwie auf was Bezug genommen, was dann im nächsten Brief geklärt wird. Und ich habe dann, irgendwann waren da auch so viele Leute in den Briefen immer wieder erwähnt, dass ich dann mal eine extra Seite gemacht habe, um einfach mal die Leute zu sammeln, was ich über sie weiß, wer ich glaube, dass es ist, dass man da einfach so einen Hauch von Referenz hat. Genau. Also der Kreativität sind hier im Endeffekt keine Grenzen gesetzt. Man kann die Daten beliebig kombinieren und dokumentieren. Und ja. So, also Platz und Flexibilität hat mich wahnsinnig beeindruckt. Dann gibt es einen sozialen Aspekt, der mir ziemlich gut gefallen hat. Zum einen ist es die Zusammenarbeit mit den Leuten. Ich finde es wahnsinnig toll, wenn man sich da irgendwie gegenseitig
die Bälle zuspielt, wenn da dann jemand in Amerika irgendwie die Lizenzunterlagen findet und man selber dann irgendwie mit einem Auswandererbuch wieder in Deutschland weiterarbeiten kann oder mal irgendwie einen Kirchenbucheintrag übersetzen kann. Das macht mir einfach wahnsinnig Spaß, diese Interaktion. Und das war bei Family Search, kriegt man davon halt irgendwie nichts mit. Es gibt auch irgendwie groß keine Diskussionen bei Family Search, fand ich ziemlich schade. Und das Einzige, was man an Zusammenarbeit sieht, ist dann auf der Beobachtungsliste, dass irgendjemand 60 Quellen mit den eigenen Profilen verlinkt hat, davon 10 falsch. Und das ist halt, ja, ein bisschen anders, auch weil es keine Quellen gibt. So, dann Schwarmwissen. Es gibt halt immer wieder jemand, der halt noch was weiß aus der Gegend, weil er sich irgendwie aus einem Ort, weil er sich mehr damit beschäftigt hat oder mit einer Domäne, mit einem, wie soll ich sagen, mit einem Detailgebiet. Also zum Beispiel hatte ich den Eindruck, ich bin eigentlich in Baden schon relativ sattelfest und dann habe ich mit dem Herrn Wollmershäuser gesprochen. Er hat mir dann von Heimatscheinen erzählt, wo die Leute die Leute gebraucht haben, wenn sie in der Schweiz gearbeitet haben. Dann habe ich irgendwie eine ganze Akte voller Heimatscheine in Freiburg gefunden, wo ich nie drauf gekommen wäre ohne ihn. Deshalb finde ich diesen Schwarmwissen-Aspekt interessant, auch wenn er jetzt nicht bei WikiTree ist. Aber ich glaube, die Idee kommt rüber. Und vor allem unaufgefordertes Schwarmwissen. Also dadurch, dass man seine Daten in WikiTree einstellt, kann sich halt jeder dazu äußern. Auch wenn ich vielleicht gar nicht dran gedacht habe, auf irgendeiner Mailingliste danach zu fragen. Was dann auch irgendwie schön für mich ist, ist diese Wertschätzung. Also es gibt die Möglichkeit, dass man Leute einfach für ihre Beiträge danken kann. Also da gibt es dann irgendwie einen Link, Thank you, und dann kriegt derjenige halt die Nachricht, dass sich jemand für die Bearbeitung in WikiTree bedankt hat. Und zu guter Letzt ist auch irgendwie so ein Hauch von Völkerverständigung. Also zumindest mit den Auswanderern finde ich das brutal interessant, auch mal mit Australiern oder Briten oder Amerikanern zusammenzuarbeiten und dann auch nicht nur irgendwie Quellen, sondern auch Dinge aus dem täglichen Leben, die man da erfährt, wo man einfach merkt, dass da halt Kulturen vielleicht ein bisschen anders sind und Sachen anders laufen. Ich hoffe, man hört den Vogel nicht allzu arg. So, dann Qualität. Ist mir auch wichtig und habe ich bei Family Search vermisst. Weil, wie gesagt, mit den ganzen Matches und Verlinken und alles ganz einfach, da kommt auch gern mal was nicht so was nicht so Schönes oder nicht so Akkurates aus. So, also Qualität bei WikiTree heißt erstmal grundsätzlich, es gibt Quellenzwang. Das heißt, wenn ich ein Profil anlege, muss ich angeben, wo ich die Information her habe. Da gilt auch erstmal sowas, wie hat mir meine Oma erzählt und ist aus einem unbelegten Familienstammbaum, den ich von meinem Großvater bekommen habe. Weil erstmal wichtig ist, nachzuvollziehen, woher kommt die Information. Das gilt zumindest für alle Profile nach 1700. Für Profile vor 1700 und noch mehr für Profile vor 1500 ist eine Zertifizierung notwendig. Ist jetzt auch keine große Sache. Man muss halt ein paar Seiten durchlesen, ein paar Fragen beantworten und dann darf man auch Profile bearbeiten, die vor 1700 oder vor 1500 erstellt worden sind. Und für die Profile gelten dann auch verschärfte Anforderungen an die Quellen. Also da müssen das ordentliche Quellen sein. Es kann ein Ortsfamilienbuch sein, wenn man weiß, dass das Ortsfamilienbuch zum Beispiel auf den Kirchbüchern basiert. Aber halt irgendwie der 0815 Ancestry Tree geht da halt nicht als Beleg.
Genau. Die, was ich auch super finde, ist, dass man zum einen die Fehler von anderen beseitigen kann in so einem Profil, zum anderen aber auch dokumentieren kann, warum es falsch ist. Also, wenn ich in einem Anxious, wenn ich in meinem Anxious Tree, so ich einen hätte, einen Fehler korrigiere, den es irgendwie noch in 500 anderen Anxious Trees gibt, interessiert das niemanden. Wenn ich es in WikiTree korrigiere und schreibe, es gibt aber auch jede Menge Anxious Trees, in denen das so und so dargestellt wird, das ist aber falsch, weil so und so, dann kann ich nachhaltig verhindern und habe auch immer wieder eine Referenz, warum es falsch ist. Und das finde ich eigentlich eine tolle Sache. Und dann ist ein bisschen verrückt, aber es gibt bei WikiTree auch noch Wettbewerbe. Da geht es darum, dass man innerhalb von einem bestimmten Zeitraum bestimmte Qualitätsmängel beseitigt oder neue Profile anlegt. Also es gibt dann irgendwelche Wettbewerbe über einen Monat lang, um irgendwelche Leute mit irgendwelchen anderen Leuten über den Weltraum zu verbinden. Und es gibt irgendwie Friday Date Night, wo es dann darum geht, Profile, die überhaupt kein Datum haben, irgendwie mit einem Datum zu versehen, damit da irgendwie wenigstens etwas Belegtes drinsteht. Und dann gibt es noch die richtig schlimmen Wettbewerbe. Das sind die Tons in Anlehnung an Marathon. Die gehen dann von Freitag um 2 bis Montag um 2, wo man dann in Teams, zum Beispiel Deutschland oder Südafrika, 3 Tage lang Belege für Artikel sucht oder Qualitätsmängel anderer Art behebt oder neue Profile anlegt, je nachdem, was gerade Thema ist. Aber das ist dann schon sehr speziell. Aber es macht Spaß, muss ich zugeben. Das ist die Qualität. Und zuletzt gibt es auch ein paar finanzielle Aspekte, die ich ganz interessant finde. Zum einen, die Benutzung ist kostenlos und es wird zumindest auf der Seite versprochen, dass es immer so bleiben wird und dass die Daten nicht verkauft werden. Und zumindest war das in den letzten 14 Jahren immer noch so. Kann man natürlich fragen, wie finanziert sich die ganze Geschichte? Das passiert über Werbung für Leute, die sich nicht eingeloggt haben. Also die über Google WikiTree finden, kriegen halt Werbung für Anxious Tree, MyHeritage und so weiter. Und dadurch finanziert sich die Seite. Der Finanzierungsbedarf ist auch nicht ganz so groß, weil es nur ein kleines bezahltes Team gibt. Also es sind irgendwie circa 8 Leute, die das Vollzeit oder Teilzeit die Seite betreuen. Und was ich auch sehr vernünftig finde, es sind bereits heute 5 Monate Lesezugriff auf die Daten bezahlt. Das heißt, selbst wenn die Firma morgen pleite geht, niemand mehr bezahlt, der Gründer einen Unfall hat, was auch immer, stehen die Daten 5 Monate lang zur Verfügung und es findet sich vielleicht jemand, der weitermacht. Man kann sich zumindest die eigenen Daten runterladen. Das finde ich in der heutigen Zeit schon eine tolle Sache. Ich habe neulich auf der Baden-Württemberg-Mailingliste, da gab es irgendwie eine Seite aus dem Elsass, glaube ich, oder übers Elsass und die war einfach weg eines Tages. Finde ich eine tolle Sache für die Nachwelt. Ja, aber jetzt sollten wir dann auch mal zum etwas mehr zeigen. Wie steigt mein WikiTree ein? Man muss sich registrieren. Dann muss man den Honor Code, den Ehrenkodex unterschreiben. Man kann, glaube ich, ein, zwei Profile ohne anlegen. Das ist auch keine große Sache. Es ist halt eine Liste von Verhaltensweisen, dass man halt Quellen angeben wird und so weiter und so fort. Dass man einfach sich, wie soll ich sagen, halt nochmal dafür unterschreibt, dass man beabsichtigt, dies zu tun. Ja, und dann kann man neue Profile anlegen.
entweder über Andocken an den Weltbaum, also dass man bei sich selber anfängt und munter seine ganzen Vorfahren einpflegt und vielleicht irgendwann den Anschluss an den großen Baum findet. Und wem das für den Anfang zu kompliziert ist, der kann auch einfach mal einen toten Punkt einpflegen, einfach ein Profil über eine Person, die vielleicht eine Sackgasse, über die ein toter Punkt in der Forschung ist, anlegen und mal alles aufschreiben, was man zu dieser Person weiß. Und vielleicht findet man ja Spaß dran und macht weiter mit WikiTree. Ansonsten ist zumindest dieses eine Profil da und jemand anders macht da vielleicht eines Tages mal weiter. Gut, das war der theoretische Teil. Jetzt kommen wir zur Praxis. Gut, und zwar habe ich mir überlegt, wir legen jetzt mal so einen toten Punkt an. Wir legen mal einen Artikel, ein Profil an für eine Person, die noch nicht irgendwie im Baum ist und die wir jetzt anlegen wollen. Also ich habe mich angemeldet, ich habe auch schon ein paar Bearbeitungen gemacht, ich habe auch schon den Honor-Code unterschrieben und jetzt gehe ich hier oben auf Add und mache hier New Person. Ich könnte auch New Thing machen, wenn ich so eine Free Space-Seite wie über ein Haus oder sowas anlegen will. Aber ich will jetzt mal eine neue Person anlegen. Und damit wir auch nicht irgendwas Fiktives machen, habe ich mir überlegt, wir legen heute den Karl Wilhelm Ludwig Friedrich von Drais von Sauerborn an. Den Erfinder der Draisine, des ersten deutschen Zweirads. Weil den gibt es noch nicht und der war Partner oder zumindest sein Vater. Deshalb muss der jetzt dran glauben. Gut, eine halbwegs vernünftige Quelle, weil Wikipedia als Quelle wäre mir jetzt doch ein bisschen unpassend. Moment mal, das ist der. Ah, mein Fehler. Wir machen Karl von Drais, wir machen nicht seinen Vater. Genau, weil er hat nämlich das Zweirad erfunden und nicht der Vater. Hier sieht man ihn. Das Zoom-Fenster wird nicht geteilt, man sieht die Bilder wunderbar, oder? Und dann habe ich mal geguckt, dann gibt es hier unten irgendwie die neue deutsche Biografie und die ist als Quelle durchaus anerkannt. Und hier sehen wir also schon mal einen Namen und ein Geburtsdatum. Und für den Moment nehmen wir die doch mal. Also, der Nachname ist Dreis von Sauerbronn. Haben wir auch gleich den Sonderfall Adel. Und wenn der Dreis von Sauerbronn heißt, dann ist der Nachname auch Dreis von Sauerbronn. Das passt dann. Also man muss da auch nicht das von noch irgendwie vorne dran stellen oder so, sondern der Nachname ist dann Dreis von Sauerbronn. Ich habe das jetzt in Last Name at Birth eingefügt, weil ich davon ausgehe, dass er auch unter dem Namen geboren wurde, weil der Vater auch so hieß. Ich werde das nachher nochmal verifizieren. So, und First Name at Birth. Also der erste Name, der Vorname bei Geburt ist tatsächlich hier die ganze Litanei. Karl Friedrich Christian Ludwig. Weil er auf den Namen vermutlich getauft wurde. Genau. Namen ist dann ja bekannt. Bitte? Der Rufname ist jetzt nicht mehr markiert. Der Karl, der war vorher Genau. in Anführungszeichen. Genau, der Karl ist wahrscheinlich sein Preferred First Name, also sein Rufname, den er normal benutzt hat. Deshalb packen wir hier den Karl rein. Gut erkannt, vielen Dank. Und dann haben wir hier noch einen Geburtstag, nämlich den 29. April 1785. Muss man bedenken, da das eine amerikanische Seite ist, muss man das Datum halbwegs englisch eingeben, also mit Punkten geht nicht. Es gibt aber auch Browser-Erweiterungen, die das Ganze etwas vereinfachen, beziehungsweise, glaube ich, auch andere Datumsformate
erlauben. So, das war also seine Geburt und sein Tod ist am 10. Dezember 1851. Und auch hier müssen wir wahrscheinlich wieder den Dezember-Eintrag. So, wir gehen mal davon aus, dass die Daten beide sicher und exakt sind. Sex at birth, er wurde zumindest mal als Mann geboren. Man könnte jetzt als Präfix noch den Freiherrn eintragen, wenn der hier schon drin ist, machen wir das mal. So. Middle Names lässt man bei Deutschen normalerweise leer, weil in Deutschland gibt es das Konzept des Middle Names nicht. Auch wenn der zwei Vornamen hatte, dann packen wir den in First Name at Birth oder maybe in Preferred First Name, aber nicht in Middle Name. Also Middle Names ist wirklich nur für Amerikaner oder andere Nationalitäten, bei denen wirklich ausgeprägt ist, dass die Leute einen Middle Name quasi haben müssen. Genau. Man kann hier noch die Sprache eintragen, die er gesprochen hat. Das hat den Vorteil, dass wir hier, wenn wir in der Ortsliste Karlsruhe eingeben, wir deutsche Bezeichnungen kriegen. Wenn wir nämlich hier Englisch eingegeben haben, toller Vorführeffekt, wenn wir nämlich hier Englisch eingeben, dann gibt es hier eben auch South Africa, Namibia, Germany und bei Deutsch heißen die Orte halt auf Deutsch. Manche Ortsbezeichnungen sind halt in Englisch gleich, aber egal. So, wichtig ist, man soll die Ortsbezeichnungen so wählen, wie sie damals waren. Damit ist ein Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg im Jahr 1785 eher ungeeignet. Muss ich aber gestehen, so ganz Bescheid weiß ich da auch nicht. Ich würde vermuten, das war die Markgrafschaft Baden und 1785 war das ziemlich sicher das Heilige Römische Reich. Genau. Und gestorben ist er 1851 in, ja, die Vorschläge kommen von Family Search, die sind ab und zu ganz okay, ab und zu taugen sie auch nichts. Frage dazu, ja? Die alte Schreibweise und Zuordnung des Ortes hilft ja oft nicht, wenn man heute suchen will. Also ich schreibe deshalb immer die heutige Postleitzahl dazu und den heutigen Kreis und so weiter. Komme ich noch dazu. Gibt es noch ein zweites Feld dazu? Komme ich gleich noch dazu. Okay. Gut. Also das war Karlsruhe, wahrscheinlich irgendwie noch Oberamt Karlsruhe in Baden und das war 1851, war das der Deutsche Bund. Und nicht Deutschland. Es gibt da auch eine Hilfeseite, wo das, oder eine Übersichtsseite, wo die ganzen Strukturen beschrieben sind. Wikipedia ist da auch eigentlich immer relativ hilfreich, wenn es darum geht, die Zugehörigkeiten zu Herrschaften zu bestimmen. So. Und dann brauchen wir noch eine Quelle. Zum Glück liefert die NDB hier gleich eine Kopiervorlage. Deshalb fügen wir die hier als Quelle erstmal ein. Wir haben einen Namen und legen die Person erstmal an. So. Und nun haben wir, nicht ganz überraschend, Dreis von Sauerbronn 1 angelegt. Dann können wir hier mal ein bisschen aufräumen und ergänzen. Hier ist auch schon mal ein Hauch von Biografie. Er wurde geboren und er ist gestorben. Wenn da wenn da Ehepartner und Eltern hinterlegt sind, dann landet das auch gleich in dem Biografievorschlag. So, wir sind uns einig, dass der gute Mann auf jeden Fall keinen Middle Name hatte. Und ja, hier kann man jetzt irgendwie die Angaben noch, also jetzt auch die Orte mit Certain und so weiter markieren, dass man sich sicher ist.
Und jetzt haben wir hier unsere Biografie. Jetzt, also als rudimentäres Profil wäre das ein Anfang. Allerdings sollte man zumindest noch eine Kategorie vergeben. Dazu geht man hier auf diesen Kategorie-Button und bekommt dann eine Auswahlliste. Und wenn ich dann hier Karlsruhe eingebe, dann gibt es hier Karlsruhe-Baden-Württemberg und Karlsruhe-Kreis und ein Karlsruhe in Kherson und eins in North Dakota. Okay. Und sogar eine relativ detaillierte großherzogliche Grabkapellenkategorie. Es gibt nämlich auch Friedhofskategorien. Zumindest in den USA sind die relativ weit vertreten, in Deutschland teilweise nicht. Man kann auch selber Kategorien anlegen, würde aber jetzt den Rahmen sprengen. Deshalb packen wir den Karl Dreis von Sauerbronn in die Kategorie Karlsruhe-Baden-Württemberg. Und damit haben wir dann auch die heutige Form abgedeckt. Weil wenn wir jetzt uns die Kategorie Karlsruhe-Baden-Württemberg angucken, dann finden wir den Dreis von Sauerbronn in der Kategorie. Und wenn wir nach Karlsruhe suchen, findet man ihn eh immer. Und so hat aber das Profil trotzdem den hier die alten Daten und hier eben das neue als Kategorie. So, genau, jetzt hat er eine Kategorie, hat eine Biografie. Man müsste jetzt zumindest irgendwie noch so einen Halbsatz über die Erfindung verlieren. Ja, Draisine heißt wahrscheinlich auch auf Englisch Draisine, würde ich jetzt einfach mal hoffen. Und ja, sieht gut aus. Also, dann schreiben wir doch, he was the inventor of invented Draisine, the predecessor of modern bicycles oder so. Oder so, schreibt man das klein. Nee, ich nehme keinen Namen. Und damit hätten wir erstmal ein rudimentäres Profil, das jetzt schon ein Tick besser ist, weil es hat eine Kategorie und hat auch so einen Hauch von Biografie. Und wenn ich jetzt speichere, also hier gibt es auch die Möglichkeit, den Entwurf nur zu speichern und nachher weiterzumachen. Oder ich speichere, muss aber vorher noch eine Zusammenfassung angeben. Da kann ich entweder was auswählen hier oder gebe an irgendwie Category und Invention. Und wir könnten ihm eigentlich noch einen Wikipedia-Link mitgeben. Ist jetzt im ersten Moment ein bisschen kryptisch, aber kann man sich ja von woanders kopieren. Der Wikipedia-Artikel hieß Karl von Dreis. Deshalb verlinken wir jetzt noch auf den Wikipedia-Artikel. Schreiben wir vielleicht noch German Wikipedia und speichern das Profil. Und jetzt hat er nämlich hier auch keinen vorgeschlagenen Middle Name mehr. Hier hat er einen Hauch von Biografie, hier hat er einen Link auf die Wikipedia-Seite. Hätte es auch eine englische gegeben, na gut. Und hier unten gibt es die Kategorie. Wenn ich auf die Kategorie Karlsruhe gehe, sehe ich eben die ganzen Leute aus Karlsruhe. Ist bei Karlsruhe jetzt vielleicht ein bisschen unhandlich. Es gibt aber, man kann auch Kategorien anlegen für Ortsteile. Und in so Gemeinden ist das relativ, kann das relativ hilfreich sein. Ja, das wäre Anlage eines Artikels. Was ich dann vielleicht noch kurz zeigen will, ist, manche betrachten es als Spielerei, für manche ist doch ganz interessant. Man kann sich anzeigen lassen, wie man, in welcher Verbindung man zu Leuten steht.
Zum Beispiel nehmen wir mal den Konrad Wunderle vom Wunderlehof. Wenn ich jetzt hier auf Family Tree und Tools gehe, dann bekomme ich zum einen seine Vorfahren angezeigt. Und zum anderen gibt es dann hier zwei Menüpunkte, nämlich Connection to Me und Relationship to Me, wo mir dann angezeigt wird, wie ich zu dieser Person verbunden bin. Unterschied ist klar, Connection to Me enthält auch Hochzeiten als Verbindung. Relationship to Me ist wirklich blutsverwandt. Und wenn ich jetzt mal auf den Konrad hier gehe, dann sehen wir, er ist mein dreifacher Urgroßvater. Und wenn wir jetzt dafür mal auf den Georg Thoma gehen, dann gehe ich nicht auf Relationship to Me, sondern gehe auf Connection to Me. Und dann sieht man eben, wie ich, in welcher Verbindung ich zu Georg Thoma stehe. Stand heute, da kann sich immer noch was bewegen. Und dann sieht man halt auch hier die Mutter von der Agathe Matt, und das ist die Schwester, und die hatte einen Sohn und geheiratet und nochmal geheiratet. Und ja, es ist im Schwarzwald teilweise durchaus interessant, ob mir jetzt die Verbindung zu Abraham Lincoln mich irgendwie spirituell weiterbringt, sei dahingestellt. Aber wie gesagt, im Schwarzwald kann das ab und zu schon ganz interessant sein, weil da ist ja auch die Frage nicht, ob man verwandt ist, sondern wie man verwandt ist. Und wenn man jetzt so eine Kategorie hat, wie zum Beispiel hier keine, sehr schön, wenn man eine Kategorie hat, wie in diesem Fall zum Beispiel Hinterzarf, dann kann man sich über diesen Button My Connections die Verbindungen zu den Leuten aus Hinterzarten anzeigen lassen oder auch zu Erfindern oder US-Präsidenten. Aber Hinterzarten ist für mich zumindest relativ interessant, weil man da halt sieht, wer alles meine Vorfahren sind und zu wem ich alles verbunden bin. Ich frage mich eher, ob es in der Kategorie ein Profil gibt, zu dem ich nicht verbunden bin. Aber ja, genau, das wäre der Connection Finder und die Beziehungen. Ja, ich hatte jetzt eigentlich vor, noch ein zweites Profil anzulegen, aber ich glaube, da gibt es keinen Mehrwert dadurch. Deshalb frage ich mich, wo die Präsentation hingekommen ist. Und genau. Bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Und wenn Fragen bestehen, darf man sich gerne auf Twitter bei mir melden, @Fluminator in WikiTree, Straub 620. Ich habe auch eine konventionelle E-Mail-Adresse. Daneben gibt es den WikiTree-Stammtisch. Der trifft sich einmal alle 4 Wochen, also trifft sich immer am 4. Mittwoch des Monats. Kann man googeln, findet man die Seite relativ leicht. Ist ein Zoom-Treffen. Und kann man auch Fragen stellen oder sich austauschen. Dann gibt es das G2G, das ist das Forum von WikiTree, wo man auch Fragen zu WikiTree und auch Fragen zu Genealogie stellen kann. Großteilig in Englisch, es ist einem aber auch keiner böse, wenn man in Deutsch fragt. Es kann halt sein, dass man dann eventuell, also wenn es Leute nicht lesen können, antworten sie halt nicht. Aber vielleicht können die Amerikaner die deutsch gestellte Frage eh nicht beantworten. Muss man sehen. Dann sei noch ganz kurz auf das WikiTree Symposium und den WikiTree Day hingewiesen, der eben heute und morgen stattfindet. Auf der Startseite gibt es hier den WikiTree Day. Und dann gibt es hier den Schedule für heute und für morgen. Da gibt es noch jede Menge interessanter Vorträge, teils live, teils früher aufgenommen. Vielleicht ist da noch was
Sie dabei. Ja, und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Julie, this would be the Stop-Button. Wir beenden die Aufnahme und